Und was passiert jetzt, wenn ich mir eine solche Legierung anschaue und die abkühle? Dazu fangen wir einmal an mit einem Phasendiagramm. Ein Phasendiagramm, habe ich schon gesagt, hat immer zwei Achsen natürlich. Eine Y-Achse, an die die Temperatur dran geschrieben wird. Das ist die Temperatur. Und eine X-Achse, die immer verantwortlich ist für die Konzentration. Ich gehe jetzt hier nochmal auf das Ergebnis unserer Phasendiagramme, dass Sie wissen, worauf wir hinaus wollen. Und dann haben wir ja schon gerade kennengelernt beim Wasser, Wasser-Salz-Gemisch, beim Tee oder beim Milchkaffee und bei vielen anderen Substanzen ist es einfach so, dass tatsächlich die Umwandlungspunkte sich ändern, sobald ich mische. Ich habe hier die Komponente A und ich habe hier die Komponente B. Wir machen das jetzt ganz stilisiert. Ich zeige Ihnen nachher auch noch Phasendiagramme, die wirklich tatsächlich in echt so aussehen. Und ich möchte das jetzt mal nicht so machen, wie es hier angeschrieben ist, sondern wir machen das mal andersrum. Die Komponente A hat ihren Schmelzpunkt hier. Das ist der Schmelzpunkt von A, TSA. Und B hat ihren Schmelzpunkt hier oben. Jetzt ist es aber nicht so, dass, wenn ich Komponente A und B mische, sich ihre Schmelzpunkte linear ändern, so wie das Weigartsche Gesetz es besagt. Das gilt hier nicht, sondern das Ganze spaltet sich auf in zwei solche Kurven. Und diese Kurven bekommen einen Namen. Die obere Kurve und die untere Kurve begrenzen nämlich die Aggregatzustände flüssig und fest. Und was muss ich hier in die Mitte schreiben? Was könnte da stehen? Ist es eher flüssig oder ist es eher fest? Halb-halb. Halb-halb. Ja? Je nachdem, wo ich mich befinde. Tatsächlich ist das so. Also hier bin ich. Flüssig fest. Die Kurve, die meine Legierung nach oben hin begrenzt, nennt man Liquiduslinie. Es gilt, oberhalb der Liquiduslinie ist eine Legierung immer einphasig flüssig. So, jetzt müssen wir noch klären, was das hier für Linien sind. Woher die kommen. Zunächst brauchen wir aber noch mal den Namen dieser Linie. Ja? Soliduslinie, ganz genau. Und da gilt, unterhalb der Soliduslinie
kann meine Legierung einphasig oder mehrphasig fest sein. Das heißt, dort kann sowohl ein Mischkristall als auch ein Kristallgemisch entstehen. Beides ist möglich. Ja. Oh, nee, das muss fest sein. Gut, vielen Dank. Prima. Ja. Ganz wichtig, das war natürlich ein schlimmer Fauxpax. Ja, also der Mischkristall ist immer einphasig. Und das Kristallgemisch ist immer mehrphasig. So, und ob ein System, also meine Legierung, jetzt fest, flüssig oder festflüssig ist, das wird tatsächlich durch diese Linien bestimmt. Und diese Linien geben nichts anderes wieder als den niedrigsten energetischen Zustand in meinem System. Das heißt, die Stabilität eines Systems ist abhängig von der Wärme und vom Ordnungsgrad der Atome. Also. Geben jeweils die niedrigsten energetischen Zustände im System an. Und hier ist der niedrigste Zustand in einem System, das ist also hier meine Legierung. Und die ist abhängig von G ist mein thermodynamisches Potenzial oder meine freie Enthalpie oder Gibbsche freie Enthalpie. Da gibt es also ganz viele verschiedene Ausdrücke dafür, wie das benannt wird. Und das ist abhängig zum einen vom Energieinhalt und vom Ordnungszustand in Abhängigkeit von der Temperatur. Das heißt, wir haben hier das thermodynamische Potenzial. Also die Energie eines Systems. Wir haben hier den Energieinhalt, also den Wärmeinhalt. Die Temperatur. Und das kennen Sie auch schon, das ist der Unordnungsgrad.
Und der Wärmeinhalt eines Systems nimmt zu, je höher die Temperatur wird. Und das heißt, die innere Energie, die Energie meiner Legierung nimmt zu, je mehr ich sie erwärme. Gleichzeitig nimmt aber auch die Energie meiner Legierung wieder ab, weil die Unordnung zunimmt. Und der stabile Zustand war die Unordnung. Erinnern Sie sich an mein Beispiel, an das Kinderzimmer, bei dem Sie wussten, wenn Sie aufräumen, sieht es in 2 Stunden wieder genauso aus wie vorher. Der stabile Zustand ist also der Unordnungszustand. Bei hohen Temperaturen sind die Atome regellos geordnet. Das heißt, ihre Unordnung nimmt zu. Die Entropie, so heißt dieser Begriff, der Unordnung ist also die Entropie, die nimmt also zu, je größer die Flüssigkeit ist, je wärmer meine Flüssigkeit wird. Oder je wärmer mein Festkörper wird. Weil die Beweglichkeit der Atome zunimmt. Gleichzeitig erhöhe ich damit den energetischen Zustand. Denn Unordnung ist, dass das angestrebt wird. Auf der anderen Seite nimmt meine innere Energie zu, weil ich tatsächlich mehr Wärme hineinstecken muss. Das bedeutet also, dass mein thermodynamisches Potenzial zunimmt. Das möchte aber ein Werkstoff nicht. Ja, ein Werkstoff möchte immer das Minimum an Energie haben. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, wie schaut es aus. Ein Festkörper verhält sich hier. Ja, passt das? Okay, also ein Festkörper zeigt mit zunehmender Temperatur eine ganz geringfügige Abnahme seiner entsprechenden freien Enthalpie. Klar, die Ordnung, die erreicht werden kann in einem Festkörper, ist nur marginal durch wirklich eingeschränkte Atombewegung. Bei einer Flüssigkeit sieht das schon wieder ganz anders aus. Bei einer Flüssigkeit ist tatsächlich die Abnahme der inneren Energie mit der entsprechenden Temperatur damit verknüpft, dass hier der Unordnungszustand größer wird. Und bei einem gasförmigen Aggregatzustand, da sieht es noch viel krasser aus. Da ist also tatsächlich die Abnahme der inneren Energie am größten, je höher die Temperatur wird. Und dort, wo Sie die Schnittpunkte mit den entsprechenden Linien der Energie, der entsprechenden Aggregatzustände haben, dort haben Sie jeweils die Übergänge. Hier einmal von fest nach flüssig und hier haben Sie den zweiten Übergangspunkt von flüssig nach gasförmig. Und nichts anderes sind diese Linien auch. Das sind Linien der niedrigsten Energie in einem System. Das heißt, unterhalb dieser Linie ist alles fest, oberhalb dieser Linie ist alles flüssig. Dazwischen habe ich weder eine stabile Flüssigkeit noch einen stabilen Festkörper, sondern beides ist möglich. Wie kommt das jetzt zustande? Gehen wir wieder an unser Phasendiagramm.